So, weiter geht es hier direkt. Für mich direkt, für euch ist es 2 Tage her. Beim American Truck Simulator hier. Damit das nicht zu lange währt, habe ich das ein bisschen gesplittet. Mal gucken, wie lange das jetzt noch dauert. Bitumen. Hört sich auch mal an wie die Tumen schon. Haha, Bitumen schon. So, ich darf wieder ein bisschen Gas geben. Ist dieses Fernlicht da oder was es ist auch angebracht hier. Ist dunkel, oh. In der Wüste hier. Bin ich in der Wüste Nevadas oder wo bin ich hier? Ich weiß es gerade nicht. Soll ich mal gucken? Das sieht sie jetzt ja halt nicht. Das ist Kalifornien. Das müsste Nevada sein, glaube ich. Ich weiß es nicht. Oder Arizona. Also ich verwechsel das sonst. Egal, wir fahren hier durch Wüstengebiet. Ist sowieso alles sehr, sehr trocken hier. An der Westküste Amerikas. Immer noch auf 93 hier. Wie heißt das? Route 93 oder? Ich weiß es nicht. Ich kenne nur Route 66. So, hier geht es immer steil bergauf. Immer noch 213 Meilen. Das schaffen wir. Wir sollen hier da sein in 5 Stunden. Ah, nächste Pause in 8 Stunden. Ja, passt. Auftrag haben wir noch genug Zeit. Blinkt der sollte Warnblink an. Diese Uhrzeit, ich sehe keine Polizei, also Gebiet. Bisschen Kohle habe ich ja schon, aber mir wird noch ordentlich was abgezogen. Ich hoffe, da kommt man überhaupt noch was bei rum. Mein Auftrag. Es wird ja auch Erfahrung abgezogen. Und die fahre ich nicht ganz umsonst. Schande über mich, shame on me. So, hier ist es ja immer ein bisschen dasselbe, aber gut, wir machen ein paar Meter bzw. Meilen. Was haben die immer für Basen? Ja, alle Satelliten oder was ist das? Ich wäre jetzt so ausgestiegen, hätte es mir mehr angeguckt, aber erstens haben wir nicht so viel Zeit und zweitens kann man da nicht aussteigen. Drittens gibt es auch immer unsichtbare Alpha-Wände. Komme ich hier so galant rum, ja, ne? Was mag das sein? Ich kenne mich in den USA auch nicht aus. Man würde kaum glauben, aber ich weiß nicht, was ist. Was hier immer so nachgebaut wird und.
Zeiten so. Kann ich euch meistens nicht so viel zu sagen. Ah, wir könnten mal tanken, ne? Wie lange das dauert, bis der zum Stoppen kommt, der LKW, ey. €2,60, ey. Das kostet bei uns sehr weniger als die Hälfte. €4,65 für 178 Gallonen. Also das sind so ein Liter, glaube ich. Nur anders hier, ne? Ja, bezahlt der Arbeitgeber. Hauptsache, ich gucke gar nicht auf den Verkehr. Nein. Ich darf nur 30 fahren, ey. What? Aber ich glaube, gleich geht es wieder ein bisschen mehr. Ja, das sieht so besser aus. So, kommen wir gleich wieder auf Tour hier, du. Ich glaube, mit der Folgenlänge und mit den Kilometer und dann mit den Meilen und wie die erste Folge hiervon war vor dem Auftrag, das kommt ungefähr hin. Der zweite wird ungefähr genauso sein, glaube ich. Schauen wir mal, ne? Haben wir genau, wollte gerade sagen, genau 70. Na jetzt. Ich weiß gar nicht, die Strafen werden mir die oben abgezogen. Ich weiß es gar nicht. Gut, wenn ich meinen eigenen LKW habe, dann muss ich da ein bisschen mehr drauf achten, auf die Geschwindigkeit. Okay, ich hab leider doch. Was ist das für ein Schild, für ein Gekrakel da? Ah, sehe ich gerade von der anderen Seite leider nicht. Na, ja, nicht von der Strecke abkommen. Das ist immer nicht ganz nett. Ich kann auch mal hier so fahren. Das fühlt sich halt ganz anders an für mich. Irgendwie ganz... nicht so ganz richtig. Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Ich kann das nicht so gut einschätzen, irgendwie. Wo ich mich gerade genau befinde. Ob ich noch ein bisschen Platz habe und Luft habe auf der linken, auf der rechten Seite. Schwierig. Ja, passte zwar... Ist auch vom Ton irgendwie ganz anders, ne? Piocho. Da müssen wir eh durch. Und hier wäre auch noch eine Tankstelle gewesen, okay.
Aber sonst gibt's hier nichts. Also nichts zum Abhaken für mich. Ein Händler oder so oder irgendwas. Ich meine nicht. Doch. Ihr wisst ja, wie ich fahre, wie so ein Bekloppter. Angels. Aber nicht die Hells Angels. Und das ist mir schon zu lahm, obwohl ich über 40 war und es ist nur 30 erlaubt. Ja, die Blinker, die habe ich nicht, besetze ich nicht. Aber es ist duster da. Da mache ich mal Licht. So, gleich können wir wieder schneller fahren. 70 Meilen, och. Wir können auch 70 Meilen die Stunde fahren, haha. Miles per Hour. Immer noch hier auf der 93. Also lyncht mich nicht, wenn ich das nicht weiß. Ah, das ist ja eine berühmte Straße, eine berühmte Strecke. Nee, kenne ich da ja nicht so genau. Und hier bis jetzt gibt es auch nicht ganz so viel zu sehen. Ja, mal so, ne? Oh, wir sind ja gleich da. Papa, Papa, was sind wir da? Ja, gleich. Eine Stunde 35 Minuten wird unsere Ankunft erwartet, wenn wir so weiterfahren. Aber man wird ja auch schneller. Man legt ja Kilometer oder Meilen zurück. Und dann wird das natürlich weniger. Guten Freitagmorgen sind wir da, mitten in der Nacht. Aber kein Problem. Es dauert ganz schön, bis wir auf Touren kommen. Hier sind aber auch ganz schön viele ja, Hügellandschaften so. Jetzt zu rechts ranfahren, dann könnt ihr vorbei, aber na. Einer verfolgt uns. Ist bestimmt eine Polizei, nein. Hoffentlich nicht. Ja, die können uns auch echt gebrauchen, dieses Speiseeis, was wir hier mitnehmen. War nicht für die Jahreszeit, aber okay, da haben die ja eine andere Jahreszeit. Ah ne, oder? Sind sie in der Nordhalbkugel oder auf der Südhalbkugel? Ich weiß es nicht. Zum Beispiel Florida hätte jetzt ja Sommer, glaube ich. Und irgendwann ist ja WrestleMania im April. Dann müssten die eigentlich Herbst haben. Ist aber noch da schön warm, denke ich mal, immer noch. Aber hier, wo wir sind, Nevada, Arizona, Kalifornien, Die haben, glaube ich, wahrscheinlich auch eher Winter, ne? I don't know. Da fahre ich hier richtig Slalom, wa? Also ich kann solche Spiele hier echt gut spielen oder so, ne? Ja, sehr gut. Es müssen bei mir gar nicht die spektakulärsten Spiele sein. Aber dennoch will man manchmal seinen PC aufrüsten, ja. Ist manchmal gar nicht notwendig. Beziehungsweise meistens so noch nicht. Wir sind in Ely angekommen, in der Stadt. Kenne ich auch nicht. Halte mich mal rechts in den letzten Kilometer, in der letzten Meile. Ah. Moin, moin.
Siehst du, das passt von der Folgenlänge. Vielleicht nicht 1 zu 1, aber doch ganz nett. Hier nur ein bisschen rot ist, ne? Bisschen würde ich ja mal eher mal so eine Garage einnehmen oder irgendwas, aber ja, ich bin noch nicht mein eigener Chef. Sind die erstmal grün? Warum fährt der nicht? Hallo? Oder hat der grün und fährt nicht rum? Volle Back. Sind die doof oder was? Ah ne, die stehen ja auch auf der Seite. Okay. Sorry, das war die andere Spur. Okay. Zweispurig und dann noch eine extra dritte. Nur zum Abbiegen. Okay. Guck mal, die haben aber mehr. Aber diese kleinen LKWs. So hässlich die auch aussehen, aber die haben ganz schön. Ja, die kommen ja auf. Die kommen schneller auf Touren. Ne? Guck mal unseren Brecher an. Da wird unser. Ja, der hat mehr Höchstgeschwindigkeit, ne? Ich muss mich, glaube ich, da mal davor drängeln irgendwie. Oh, dass das gut ging. Einfach blind. Muss ich hier rein, ernsthaft? Oh. Ja, muss ich den Bogen nehmen, nur. Oh Gott. Also hier ist echt schwer, ist alles eng. Schaffe ich nicht mal. Die arme Ware, du. Ach ne, ist ja gar nicht so beschädigt, aber ein bisschen, ne? Okay. Auf Nummer sicher gehen, ja. Mal gucken, ob ich das überhaupt hinkriege. Wo müssen wir denn hin? Fühlt sich natürlich noch da. Oh nee, nee, nicht sowas, ey. Komm schon. Oh, das ist aber auch eng hier, ey. Ja, was macht der Elke wieder? Kommt ja gar nicht richtig rum, Mann, Mann, Mann. Komm ich hier noch rauf, ey? Gott sei Dank. Ich hab's mit Hängen und Würgen irgendwie geschafft. Ja, 8 Stunden, bla bla bla. Puh, 3% Schäden. Das war natürlich ein bisschen was abgezogen und ein bisschen Erfahrung. Aber immer noch 11.500 verdient und 912 MP. Aber kein Level aufgestiegen, wie immer in den Folgen. Naja. Alles klar. Und wo sind wir denn jetzt hier? Hä, aber wo stand das denn nochmal? Ach, hier. Genau, so, wenn man nur auf die Aufträge klickt. Das ist Nevada tatsächlich. Habe ich ja Gott sei Dank keinen Scheiß erzählt. Alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich weiß noch nicht genau, wann das sein wird. Oder vielleicht beim Euro Truck Simulator oder bei Dead by Daylight. Das müsste ich auch mal wieder machen. Oder bei was auch immer hier auf dem Channel. Also mal gucken, was da noch alles so kommen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüssi.